Also wenn der Bus in die Garage kommt, ist so ähnlich wie Detektivarbeit, weil man muss erst einmal den Fehler finden, man muss sich einarbeiten und das ist schon sehr interessant an der ganzen Sache. Ich bin der Stefan Langslehner, ich bin Busmechaniker in der Busgarage Leopoldau und bin zuständig für Instandhaltungsmaßnahmen und Servicearbeiten an Bussen. Mein Job ist sehr breit gestreut, sprich gibt es Routinegeschichten sowie Servicearbeiten, die was immer wieder kommen. Oder gibt es halt auch dann noch so herausfordernde Geschichten wie zum Beispiel auf Rüstbank fahren, auf die Linie, da weiß man nie ganz genau, was auf einen zukommt und das macht das Ganze dann schon sehr spannend. Voraussetzungen für den Beruf sind einmal einerseits technische Ausbildung und da am liebsten Mechaniker. Und Softskills wären einfach so stressresistent, dass man Zusammenhänge erkennt und für Fehlersuche, dass man sich da auch leicht tut und einfach Spaß mitbringen an der Arbeit. Die Herausforderung an meinem Job ist der Schichtdienst, weil man hat jede Woche andere Zeiten, wo man arbeitet. Und dieses Einstellen vielleicht, da muss man ein bisschen reinkommen, aber das geht dann auch mit der Zeit. Das Coolste an meinem Job ist die Technik. Ich bin sehr technikaffin und freue mich über Schrauben und vor allem auch die neuen Technologien, in die man dann reinlernt und immer wieder Neues erfährt und das macht das Ganze schon super interessant. Also das ist wirklich sehr geil. Ich finde das halt auch deswegen wichtig, weil wir halt an einem Punkt angelangt sind, wo man halt was tun muss und es ist immer besser, etwas zu tun, als gar nichts zu tun. Und ich bin halt auch wirklich stolz darauf, dass ich mit meinem Job da einen Beitrag dazu leisten kann, das Klima nachhaltig zu verändern.